Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu den verborgenen Geheimnissen. Hier seht ihr's. Und wir haben die ersten beiden Seiten das letzte Mal vorgelesen und uns angeschaut, inklusive Massenmörder. Jetzt geht es weiter mit Seite 3 und 4. Und das nächste Mal haben wir dann noch 5 und 6. Genau, in diesem Sinne starten wir gleich durch, dass wir nicht zu viel Zeit verlieren und es geht gleich los. Als nächstes haben wir gefunden das Foto einer kranken Frau. Darauf ist auch ein Junge abgebildet. Sie liegt im Krankenhaus auf einem Bett. Anhand des Datums auf dem Foto ist sie vor der Katastrophe gestorben. Okay, und es geht gleich weiter mit einer Frau. Ja, haben wir auch. Ne? Sollte man nicht für möglich halten, dass es auch Massenmörderinnen gibt, also Serienkillerinnen. Ja? Und das ist eine Dame namens A.C. Wuornos. Das Bild auf diesem, ja, ist sicher eine Programmiererin. Ich glaube es immer mehr. Immer mehr und mehr. So, ich schaue da kurz nach, was haben wir da, ja, das habe ich mir eh hier auch aufgeschrieben. Ich muss nur ganz kurz da eingeben, wir haben sie sofort. Wir haben sie sofort. Moment, Moment. So. Genau. Ich habe sie schon. Genau. Ihr voller Name lautet Aileen Carol Wuornos, ja. Aileen. Aileen Carol Wuornos. Ihre Opfer waren in der Regel weiße Männer mittleren Alters. Da die als Prostituierte arbeitende Frau als Freier auf dem Straßenstrich kennenlernten. Wuornos wurde 12 Jahre nach ihrer Verhaftung in Florida hingerichtet, obwohl Zweifel an ihrer psychischen Gesundheit bestanden. Ja, also sie arbeitete als Hure mehr oder weniger und hat ihre Freier gekillt. Ja. Und irgendwo habe ich mir da noch was aufgeschrieben. Ja, Aileen Carol Wuornos war eine Hure, die 6 Freier innerhalb eines Jahres tötete. Ja. Also sie fuhr mit denen mit oder zog sie mit in ihre Kemenate und ja, legte sie dann um. Brutal ist einfach nur auch. Ne. Also alle möglichen Arten von Tötungen gibt es hier. Genau, sie war halt eine Prostituierte. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch was anderes steht. Ich schaue noch ganz kurz hier, aber ja, na passt. Okay, na, da steht uns da gar nicht nichts anderes dabei. Okay, passt. Dann haben wir das auch. Das war diese Dame. Also kann man es wirklich sagen, diese Schlampe. Also man so jetzt kann man sagen jetzt wirklich, ne? Ich bin so baff, dass ich, na, mir fehlen die Worte. Okay, weiter geht's. Dann fanden wir noch eine Seite, die aus dem Gedichtsband ausgerissen wurde und mit der die Ratte ihre Revier markiert hat. Darauf steht ein Gedicht: Oh, es erschien mir wie ein Wunder, als ich die 3 Gesichter an ihm erblickte. Dann haben wir eine 100-Dollar-Note gefunden mit einer Karikatur von Benjamin Franklin. Geld hat in dieser Zeit keinen Wert, aber die Zeichnungen auf dem Gesicht ist witzig. Ja, war auch recht lustig, ne? Dann fanden wir eine Dienstmarke von Sam, einem alten, traurigen Cop der Stadt Vancouver. Ein Foto der Militärbasis von 1962, die jetzt als Versteck genutzt wird. Im Kalten Krieg hatten all diese Raketen, die heute nicht mehr gebraucht werden, ein klares Ziel. Da waren wir auch in dieser Militärbasis, wenn ihr euch noch erinnern könnt, wo ich auch sagte, ist das eine Rakete, genau, wo wir dann schnell drüber hupfen mussten, wo ich auch ein-, zweimal gestorben bin. Ja, wo denn, wo nicht, ne? Wo nicht in diesem Spiel. Naja, so schlecht, ich habe mir auch nicht angestellt, eher dann gegen Ende. Da wurde es dann auch ein bisschen schwerer. Gut, dann
Ja, der nächste. Okay, auch wieder ein Massenmörder. A.H. DeSalvo. Jo, er heißt mit vollem Namen Albert Henry DeSalvo, ja. Und war der Würger von Boston, wurde als der Würger von Boston bekannt. Und ich lese euch da noch gerne eine Anekdote auch noch kurz vor. Schauen wir mal. Ich habe ihn gleich. Albert Henry DeSalvo. Albert Henry DeSalvo war ein US-amerikanischer Serienmörder. DeSalvo ist auch bekannt als The Boston Strangler, also als Bostoner Würger. Ihm werden 13 Morde zur Last gelegt. Jo, mehr habe ich dort dann eh auch nicht stehen. Ich schaue da noch mal kurz. Ja, Jugend, da steht zum Beispiel auch, DeSalvo wuchs in einem gewalttätigen Elternhaus auf. Sein Vater war ein aggressiver Alkoholiker, der vor den Augen seiner Kinder seine Frau alle Zähne ausschlug und ihr die Finger brach. In jungen Jahren beginnt DeSalvo eine Reihe von kleineren Verbrechen. Ja, ist eh klar. Zerrüttete Familie, Soziopath war er. Ja, alles Mögliche halt, ne? Das volle Programm. Und ja, jedenfalls das Wichtigste ja war der Boston Strangler. Und ja, etliche Morde hat er begangen. Okay, das war er. Dann schauen wir weiter, schauen wir weiter. Nase juckt. War das? Ja, das war er. Dann haben wir schon wieder den nächsten. A.H. Fish. A.H. Fish. Ja, ich schaue, ich habe mir da so viel aufgeschrieben. Oh Gott, das war der, das war das, das war der. Das war der. Moment. Ja. Albert, ja. Albert Fish. A.H. Fish, der hat vor langer Zeit gelebt. Ich habe mir das da irgendwo aufgeschrieben. Er war Kindermörder und Kannibale. Wurde als der Brooklyn Werewolf bekannt. Er war ein alter, grauer Mann und von da kam auch der Name der Brooklyn Werewolf. A.H. Fish. Er steht auch für Albert Howard Fish. Ja. Albert Howard Fish. Ich lese da ganz kurz vor. Serienmörder und Kannibale steht, da habe ich da irgendwas anderes auch noch stehen von ihm. Da, ich will es ja gar nicht wissen eigentlich, ne? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Irgendwo habe ich da was stehen. Momentchen, Momentchen. Fischs erster Mord passierte 1910 mit dem Mord an einem Mann in Wilmington. In den folgenden Jahren soll er mehrere Morde begangen haben. Er wurde mehrmals verhaftet, war aber nie längere Zeit im Gefängnis. 1928 entführte und ermordete Fisch die 10-jährige Grace Budd, nachdem er unter dem Pseudonym Frank Howard Zugang zur Familie Budd gefunden hatte, vorgeblich um den 18-jährigen Bruder des späteren Opfers eine Arbeitsstelle auf seiner Farm auf Long Island anzubieten. Unter dem Vorwand, das Kind zu einer Feier zu bringen, fuhr er mit ihr im Zug nach Greenburg, wo er sich in einem leerstehenden Haus, dem Wisteria Cottage, überwältigte. Fisch wurde am 13. Dezember 1934 festgenommen, nachdem er einen Monat vorher, 6 Jahre nach dem Mord, einen Brief an die Mutter des Kindes geschrieben hatte und überführt werden konnte. Der Fall erlangte insbesondere durch Fischs Nachtatverhalten einen hohen Grad an Öffentlichkeitswirksamkeit. Er hatte das Opfer gewürgt und enthauptet, dessen abgetrennte Körperteile gekocht und über mehrere Tage als Mahlzeit verzehrt. Ist einfach nur krank, oder?
Im Jahr 1935 fand der Prozess gegen Fisch statt. Die genaue Zahl seiner Morde konnte nicht geklärt werden. Die Vermutung reicht von mindestens 16 bis über 100 Morde. Mehrere Psychiater sagten zu Fischs sexuellen Fetischen unter anderem Masochismus, Koprophagie, Pädophilie aus, waren sich jedoch uneinig darüber, ob er als wahnsinnig gelten konnte. Der Hauptzeuge der Verteidigung war Frederick Wareham, ein Psychiater. Das Urteil wurde am 16. Jänner 1936 auf dem elektrischen Stuhl vollstreckt. Und irgendwo habe ich noch was Interessantes gelesen, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt finde. Ich schaue mal, ich gebe da noch mal anders ein. Moment, ganz kurz, das ist nämlich, das wäre interessant. Es ist Wahnsinn, einfach nur. Es ist einfach nur krank. Moment, habe ich es da irgendwo stehen? Es dauerte 9 Tage, bis ich ihren Körper aufgegessen hatte. Als Vampir von Brooklyn und grauer Mann erlangte Albert Fish entsetzliche Berühmtheit. Bevor er 1936 auf dem elektrischen Stuhl landete, entführte und quälte er Kinder und zelebrierte an ihnen perversen Kannibalismus. Unvorstellbar. Albert Fish ist einer der ersten bekannten Serienmörder der USA. Der Vater mehrerer Kinder entführte zahlreiche Kinder und tötete sie bestialisch. Seine Taten verarbeitete der Regisseur Scott L. Flynn 2007 in dem Film Der Kindermörder. Das ist ja Wahnsinn. Aber ich finde das, ich habe das immer noch nicht gefunden. Ich suche da irgendwas ganz was Spezielles, eine Aussage. Ja, jetzt habe ich es gefunden. Albert Fischs Brief. Diesen Brief schrieb Albert Fish an die Mutter von Grace Budd, eines seiner Opfer. Meine liebe Miss Budd, im Jahr 1894 arbeitete mein Freund, Captain John Davis, als Matrose auf dem Tacoma-Dampfer. Sie segelten von San Francisco nach Hongkong in China. Bei der Ankunft gingen er und die zwei weiteren an Land und betranken sich. Als sie zurückkehrten, war das Boot fort. Zu dieser Zeit herrschte Hungersnot in China. Jegliche Art von Fleisch kostete $1 bis $3 pro Pfund. Das Leiden war so groß, dass Kinder unter 12 für Lebensmittel verkauft wurden, um andere vor dem Verhungern zu bewahren. Ein Junge oder Mädchen unter 14 war auf der Straße nicht sicher. Man konnte in irgendein Geschäft gehen und Steaks, Koteletts oder Fleischeintopf verlangen. Teile des nackten Körpers eines Jungen oder Mädchens würden rausgebracht werden und das, was man wollte, wurde abgeschnitten. Ein Junge oder Mädchen, dessen süßestes Teil des Körpers als Kalbschnitzel verkauft wird, erzielte den höchsten Preis. John blieb so lange dort, dass er auf den Geschmack von Menschenfleisch kam. Bei seiner Rückkehr nach New York entführte er 2 Jungen, einen 7, einen anderen 11, er nahm sie mit zu sich nach Hause, zog sie dort aus und band sie an einen Schrank. Dann verbrannte er alles, was sie bei sich hatten. Jeden Tag und jede Nacht versohlte er sie, folterte er sie, um ihr Fleisch gut und zart zu machen. Zuerst tötete er den 11-Jährigen, da er einen fetten Arsch und somit das meiste Fleisch daran hatte. Jeder Teil seines Körpers wurde gekocht und gegessen. Am Sonntag, den 3. Juni 1928, traf er mich mit dir an der 406 W Street. Hebe hat dir diesen Topf Käse Erdbeeren mitgebracht. Wir hatten Lunch. Grace saß auf meinen Schoß und küsste mich. Ich spielte mit dem Gedanken, sie zu essen. Ist einfach nur krank, oder? Also, dass man sowas überhaupt, ja. Aber wie gesagt, ja, es ist eigentlich nichts anderes als ja, in Filmen auch. Ne? Zum Beispiel, nehmt das Schwein der Lämmer her, ne? Nehmt Hannibal Lecter her. Ne? Und wenn ihr die Vorgeschichte kennt, ja, ist eigentlich nichts anderes. Ne? Da war es ja im Krieg. Ne? Kennt ihr den Film? Tolle Sache, ganz cooler Film. Okay, so viel zu H.G. Fish, aber wie gesagt, es ist einfach nur krank. Okay, dann haben wir noch, Moment. Haben wir noch eine kopierte Seite aus einem alten medizinischen Fachbuch. Einige Abschnitte wurden markiert. Direkter Kontakt mit den Körperflüssigkeiten des Infizierten wie Blut, Speichel, Urin. Dann haben wir noch das Bild eines Paares. Sie sehen glücklich aus. Darunter einige Zahlen. 1, 2, 1, 2.
Auf der anderen Seite steht was geschrieben. Erinnerst du dich an diesen Urlaubsschatz? In Liebe, Lu. Gut, haben wir da jetzt schon, Moment, ich muss mal schauen, das war erst die erste Seite. Ja, genau, dann haben wir noch eine zweite Seite. Moment, da muss, ja, genau, so. Ja, so war's. Okay, der Ordner Arcadia-Protokoll enthält die Fluchtpläne der Militärbasis. Außerdem einen alternativen Fluchtplan mit Hilfe eines an Dock C ankernden Segelschiffs voller Vorräte. Dann fanden wir einen Brief, der einer der Piloten, die die Stadt bombardiert haben, an seinen Vater geschrieben hat. In dem Brief geht es um Hoffnungen, verzweifelte Worte, die den Empfänger nie erreicht haben. Und der nächste. Auch sie war eine Massenmörderin. Ihr Name lautet Carla L. Homolka. Ich schaue mal, was ich da aufgeschrieben habe. Ja, schauen wir da. Schauen wir da. Wir haben es gleich wieder. So. Habe ich schon. Okay. Carla L. Homolka. Carla L. steht für Lee-Ann. Carla Lee-Ann Homolka ist eine kanadische Serienmörderin, die gemeinsam mit ihrem Ehemann Paul Kenneth Bernando mehrere junge Mädchen vergewaltigte und tötete. Die beiden wurden als Ken und Barbie of Murder and Mayhem bekannt und gaben der kanadischen Presse den Anlass für spektakuläre Presseberichte. Also das ist Wahnsinn eigentlich. Ich schaue, ob da noch was dabei steht. Das ist einfach nur krank. Die haben sich da wirklich in dem Spiel lauter Massenmörder rausgesucht. Für was? Was soll das? Warum? Das verstehe ich nicht. Haben die Programmierer eine Affinität für Massenmörder entwickelt? Oder ich weiß nicht, wie kann man nur? Da muss man doch auch ein bisschen... Warum? Ich will es gar nicht wissen. Okay, das war Carla Homolka. Wie gesagt, wir haben das volle Programm schon mittlerweile erlebt. Also da ist schon alles dabei gewesen, was es nur so gibt. Aber das war noch immer nicht alles. Gut, weiter geht's. Dann haben wir gefunden, eine Beschwerde an die Polizei von Seattle. Darin werden die Behörden von den andauernden Drohungen eines Nachbarn aus dem dritten Stock gewarnt. Und der nächste Freak. Okay, wo habe ich den aufgeschrieben? Moment, ich habe das sind so viele, das ist ja Wahnsinn, ne? Den habe ich schon. Wo sind wir da noch einmal? Den habe ich dann schon gelesen. Ah, da haben wir ihn, ja, genau. Das war auch Edward O. Tool. Das O steht für Otis. Otis Elwood Tool. Ja. Er war Serienmörder und Kannibale. Ja, auch wieder mal so ein Kannibale. Noch zusätzlich. Also töten alleine reicht immer nicht. Der muss ja fressen auch noch. Ach Gott, das ist ja Wahnsinn. Ne? So, ich schaue noch einmal kurz. Da haben wir nicht schon gehabt. Okay, steht da noch was dabei? Ja. Otis Elwood Tool war ein amerikanischer Serienmörder und Kannibale. Er wurde in Jacksonville, Florida, als achtes von 9 Kindern geboren. Aus zerrütteten Verhältnissen stammend war er schwer psychotisch und entwickelte eine Faszination für Brandstiftung und den Verzehr menschlichen Fleisches. Aus zerrütteten Verhältnissen, ja, das haben wir schon gelesen. Ja, seinen ersten Mord beging er angeblich mit 14 Jahren, als er beim Trampen von einem Handlungsreisenden und dessen Partner mitgenommen wurde. Er erlebte einen Streit zwischen den beiden, bei dem der Fahrer seinen Freund erstach und Tool bedrohte. Tool sprang auf den Wagen, worauf es zu einer Verfolgungsjagd kam. Nachdem sich Tool hinter das Steuer gesetzt hatte, zerquetschte er den Vertreter mit seinem eigenen Wagen. Diese Behauptung Tools konnte allerdings nicht bestätigt werden. 1964 wurde er wegen Prostitution verhaftet. Er war für kurze Zeit verheiratet, aber seine Frau verließ ihn wegen angeblicher Homosexualität. Er tat sich 1978 mit Henry L. Lucas, den haben wir schon gelesen vorher, der eher sadistisch und nekrophil veranlagt war, zusammen, um mehrere Tramper umzubringen. Das ist ja Wahnsinn. Also die kennen sich untereinander auch gut, ne?
Das ist eine richtige Clique gewesen. Ne? Okay, das war er. Dann haben wir gefunden, die Uhr des Arztes, der sich auf die Unsterblichkeit gefreut hat. Sie ist um 0.02 Uhr stehen geblieben. Ja, das war auch gut, ne? So, dann haben wir einen Ausschnitt aus dem West Seattle Herald vom 8. Februar 1986. Darin geht es um einen berühmten Kometen, der der Erde sehr nahe kommen wird. Die Astronomenwelt verfällt dem Phänomen des Halleyschen Kometen. Also das hat wirklich alles gestimmt, ja? Wie auch im Tagebuch, das mit Tschernobyl, ne? Allerdings, dass Atombomben über Korea gefallen sind und so und über andere Gegenden in der Welt, das war natürlich dann ein bisschen Fiktion dazu. Aber das mit Tschernobyl hat gestimmt und das mit dem Halleyschen Komet, das war auch so, definitiv, das weiß ich sehr gut noch. Genau. Also Fiktion und Wahrheit ist hier in diesem Spiel ziemlich nahe beisammen. So, dann haben wir eine alte Illustration der neun Kreise der Hölle aus Dantes göttlicher Komödie. Anscheinend hat der Klassiker den Rattenmann beim Bau seiner Zuflucht als Inspiration gedient. So, und jetzt kommt meiner Meinung nach einer der absolut bekanntesten überhaupt. Robert C. Bundy, einer der bekanntesten Massenmörder der Welt. Die sind alle weltbekannt, aber ihn habe ich halt im Kopf noch. Wie gesagt, Dahmer, Casey, Bundy, das sind drei der, ja, ich weiß nicht, die habe ich in einem Satz, kann ich die immer sagen, wenn ich von Massenmördern spreche. Moment, ich gebe noch kurz ein. Ich habe ihn schon. Genau. Sein voller Name, das zum Beispiel das C steht für, Moment, wo habe ich denn das stehen? Cowell. Theodore Robert Cowell Bundy. Und sein Spitzname war Ted Bundy. Und so findet man auch in Wikipedia zum Beispiel sehr leicht unter Ted Bundy. Moment, da steht so viel da. Theodore Ted Bundy war ein US-amerikanischer Serienmörder und Vergewaltiger, der zwischen 1974 und 78, also innerhalb von vier Jahren, mindestens 30 junge Frauen und Mädchen in den Bundesstaaten Washington, Utah, Colorado, Oregon, Idaho und Florida tötete. Nach seiner endgültigen Festnahme wurde er zum Tode verurteilt und im Florida State Prison auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Er ist weltweit einer der bekanntesten Serienmörder, insbesondere aufgrund einer umfassenden medialen Begleitung seines Falls sowie zahlreicher posthumer Verfilmungen und künstlicher Verarbeitungen. Ja. Also über 30 junge Frauen, also der hat wieder auf junge Frauen und Mädchen abgesehen. Ne? Also jeder auf was anderes. Und dann kommt einer, der hat es wieder nur auf Männer. Und es ist einfach nur. Und die vorher, die, was man da gesehen hat, die Frauen, ne? Die wieder auf Pärchen. Ne? Also es ist, jeder hat irgendwelche eigenen Veranlagungen gehabt. Schlimm einfach nur. Okay, dann war das. Sind wir jetzt durch, glaube ich, mit zwei Seiten. Ja, genau. Und dann die letzten Seite 5 und 6. Jetzt haben wir 1 und 2, 3 und 4 und dann kommen noch 5 und 6. Hören wir uns dann noch die letzten an. Also dann, macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal.